Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt mit meiner Cam nicht. Aber egal. Beste Gyrosladen in Göttingen. Alle, die aus Göttingen kommen und Gyros essen, wissen Bescheid. Der beste Laden. Der gute Mann telefoniert. Da ist er. Unser Bruder. Wie geht's? Ich mache gerade Werbung für deinen Laden. Beste Gyros, bester Mann hier. Ohne Scheiß. Da ist er. Los. Das ist nur vom Gyros essen, Leute. Guckt euch das an. Geht's euch gut? Alles gut. Sehr schön. Schönen Abend, ja? Willst du nicht? Nee, danke, heute nicht. Danke, wirklich nicht, danke. Wirklich. Komm morgen oder übermorgen vorbei. Ne? Männer, macht's gut. Lass dir gut gehen. Ja, auch. Ciao. Ist wirklich so. Beste Gyrosladen. Das einzige Problem ist, Scheiße. Ja, geht noch. Wenn du da einmal kurz reingehst, ne, die sind die ganze Zeit da am Braten und keine Ahnung, am Frittieren, dann stinkt man leider, ja. Aber ich werde jetzt nur ganz kurz drin Hallo sagen. Jetzt gehe ich zu einem Freund, der hat eine Eröffnung von seiner Shisha-Bar, Burak, 61 in Göttingen, heute neue Eröffnung. Ich gehe mal vorbei, mal gucken, was da so für Gestalten rumlaufen. Um die Uhrzeit sind bestimmt auch viele besoffen. Ich trinke heute nichts. Ich versuche heute nichts zu trinken. Ich trinke auch mal gerne ein, bin ich ganz ehrlich, ja. Danach gehe ich noch zu einer Freundin, die hat heute eine Abschiedsfeier. Eine ehemalige Arbeitskollegin. Und da gehe ich später mal vorbei. Die trinken auf jeden Fall. Das könnte witzig werden, Leute. Sind bestimmt, bestimmt der ein oder andere schon besoffen, ja. So, ich bin gleich da und dann bin ich wieder am Start für euch. Ich weiß nicht, was mit meiner Cam ist. Mir kommt das vor, als wäre sie so ein bisschen unscharf. Da muss ich mal Stress machen in Saturn. Ich weiß nicht, wie laut das da drin ist. Und wenn ihr gleich nichts mehr hört. Ja, ich höre schon. Ich höre schon Musik. Ja, das ist die Göttinger Innenstadt. Hier geht es richtig ab. Hier ist ein Rewe. Wir haben auch einen Rewe bei uns in Göttingen, ja. So, hier ist das Ding. Wir gucken mich schon alle blöd an, weil ich mit einer Cam da rumlaufe, aber das ist mir egal. Ich bin die erste Leute. Einmal Hallo sagen. Hallo. Es geht. Alles erfüllen hier. Beweismaterial. Alles gut. Hat eine schöne Bar eröffnet. Die gucken mich ja alle an, als wäre ich ein Vollspasti. Ist euch mal was aufgefallen? Ich sehe irgendwie nur Schwarzköpfe hier drin. Kein Blonder, ohne Scheiß. Ich muss mir jetzt mal einen Blonden suchen, es geht nicht so weiter hier. Da haben wir den Verdächtigen. Ja, Leute, was geht? Momoli ist heute mit dem Bernie in der Shisha-Bar. Momo ist am Start. Und aber in dieser Shisha-Bar macht sich Bernie alle Mädels klar. Ja, der ist so ein Witziger, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der ist so witzig. Ich liebe euch, Leute. I love you. Ja, ey, ohne Scheiß, mit ihm dreh ich doch mal was. Wird so gut, so witzig. Der ist immer locker, hat immer was. Die Szene rasieren. Übertreibt immer ein bisschen. Aber hey, hat das einen sehr schönen Laden hier. Burak, Glückwunsch zu deiner Eröffnung. Shisha-Laden. Richtig schön, richtig edel. Wirklich. Für Göttinger Verhältnisse schon sehr, sehr, sehr gut. Echt nice. Ja, ja. Hast du gut gemacht. Glückwunsch. Guter Junge. Sehr gut. Ich höre jetzt auch mit dem Film. Hier drin hört man nichts. Aber es ist sehr, sehr voll. Ich hau in einer halben Stunde ab und dann bin ich auf der nächsten Feier. Sag ich jetzt mal, ja. Also Leute, bis dann. So, angekommen bei der guten Frau. Bestimmt hören die laut Musik und hören mich nicht. Ich bin aber auch knallhart und mache Terrorklingel. Ich kenne da nichts. Was ist da los, Denise?
eingeladen und dann. Wartet. Schon wieder ein Display rum. Und das ist meine Schokoladenseite hier. Die wollen mich verarschen. Nee, kommt vorbei. Und dann macht keiner auf, wenn man klingelt. Und wenn man anruft, geht keiner ans Telefon. Was machen wir jetzt? Guck mal, nochmal, Sturmklingeln. Gedrückt halten, kennt ihr den schon? Bis er aufmacht, knallhart. Und falls es so ein Ding-Dong-Ding ist, einfach die ganze Zeit bam. So laut kannst du gar nicht sein. Was geht, Jungs? Was geht? Ja, richtige Gangster-Schritt hier. Nummer, ja, 20. Genau. Einmal aufmachen, bitte. Danke. Aha. So, geht doch. Und jetzt mal gucken, Leute. Das sind meine Arbeitskollegen. Ich trinke auch mal gerne ein. Ich habe ja gesagt, ich trinke auch mal ganz gerne ein. Ich gehe jetzt einfach mit den Treppen. Ja! Weil ich nicht weiß, in welchem Stock. So. Ja! Da, man hört sich schon. Wo seid ihr? Wo? Da ist meine Arbeitskollegin, die eine. Das ist die Laura. Hallo Laura. Jetzt ist die Kamera da. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, klar. Habt ihr schon alle einen sitzen? Jo. Oh. Der Fan. Ja. Wie geht's? Alles gut? Ja, gerne. Also, mal ein ganz kleiner Fernseher. Denise. Einen kleineren Fernseher konntest du dir nicht holen, ne? Ein kleineren Fernseher war nicht drin, ne? Oh, da ist noch eine Arbeitskollegin. Hello. Ey, ich kann doch nicht, ich bin doch nicht auf Fullflex, warte. Warte, jetzt. Gib Gas. Nora, wie geht's? Alles gut, Uwe? Wo ist der Wodka, Uwe? Wo ist der Wodka? Oh, Leute, Uwe ist auch ein richtiger Sportler, ne? Aber wenn er feiert, feiert er richtig. Und er war, oder was? Beim letzten Mal hat er versucht, mich abzufüllen und er hat es auch geschafft. Dieses Mal bleibe ich hart. Das war geil. Selbstgemacht an den zwei Schnaps. Also, schwuler geht's nicht. Ich hab's gehört. Selbstgemacht an den zwei Schnaps. Du sagst, das schwuler geht's nicht. Ja, für einen richtigen Mann nimmt zwei Schnaps, ist glaube ich nicht so cool, ne? Muss ich sein. Was ist das schon? Meinst du denn, nimmt zwei Schnaps ist gut? Komm. Dann probiere ich mal. Ein Schluck nimmt zwei Schnaps. Zeig mir mal deinen leckeren, nimm zwei Schnaps. Ein. Zum Anstoßen. Alex, entspannen. Flexen. So. Schauen wir mal. Immer erst Geruchstest. Also es riecht wirklich nach einem 2. Ich muss auch nicht 2 drin. Schmeckt auch nach einem 2. Ja, ein bisschen schwach. Aber. Hi. Das kann mir nicht. Nee, alles gut, ich bin im Auto da, alles gut. Siehst du? Man muss stark bleiben, Leute. Nicht immer einkriegen. Normalerweise. Scheiße. War das die Sidechest oder was? War das die Sidechest? Sehr schön. So. Ja, nimm zwei Schnaps, so viel dazu. Kriegmann, du bist krank? Ich muss gesund sein, ich bin schon seit 4 Wochen außer Gefecht. Weißt du, wie wir das früher gemacht haben? Wenn du krank warst, hast du eine halbe Flasche Wodka getrunken, dann warst du wieder gesund, oder Uwe? Absolut. Ja, siehst du? Absolut. Das ist er, ey, absolut. Scheiße, Leute, normalerweise trinke ich keinen Alkohol. Nein, nie. Oder nicht, und ich esse auch kein Fastfood. Uwe weiß Bescheid. Überhaupt gar nicht.